Österreich habe im Zusammenhang mit Beschaffungsvorgängen in der Corona-Krise ein sogenanntes Transparenzproblem, zumindest wenn es nach Abgeordneten der NEOS, nämlich Nikolaus Scherak und Douglas Heuersch, geht. Im Wesentlichen geht es um die durchaus auslösende Causa in dieser Sache, nämlich der FFP2-Masken der Firma Hygiene Austria. Die Hygiene Austria steht nämlich im Verdacht, FFP2-Masken in China eingekauft zu haben und in Österreich umetikettiert und als österreichische Ware wieder in Verkehr gebracht zu haben. Daher wird nun ein sogenannter kleiner Untersuchungsausschuss initiiert, nicht nur von den NEOS, sondern im Zusammenspiel mit der SPÖ. In diesem Untersuchungsausschuss wird man sich mit einigen Fragen etwas näher auseinandersetzen, beispielsweise die Frage, warum gab es im Zusammenhang mit den FFP2-Masken einen geheimen, also nicht offiziellen Regierungsbeschluss zur Beschaffung derselbigen. Weiters soll es inoffizielle Absprachen gegeben haben und zusätzlich sollen auch unnötigerweise die Kosten im Zuge dieses Beschaffungsvorganges in die Höhe geschnellt sein. Eine weitere durchaus zentrale Frage ist, warum denn die Hygiene Austria genau am 12.03. des Vorjahres gegründet wurde, denn, kurz zur Erinnerung, am 13.03. wurde der erste Lockdown offiziell ausgerufen und spätestens ab diesem Zeitpunkt war durchaus klar, dass ganz Österreich Masken brauchen wird. Weiters gab es durchaus zahlreiche Fototermine von ÖVP-Politikern bei der Hygiene Austria bzw. bei der dafür zuständigen Zertifizierungsstelle. Auch hier eine Randbemerkung, die Zertifizierungsstelle hat die FFP2-Masken der Hygiene Austria auch nicht zertifiziert, aus Qualitätsmängeln. Zusätzlich gab es auch noch einen geheimen Ministerratsbeschluss. Und dieser geheime Ministerratsbeschluss wirft auch Fragen auf, warum es diesen überhaupt gegeben habe, denn für die Beschaffung in der Republik Österreich ist die Bundesbeschaffungsgesellschaft zuständig und nicht ein einzelner Ressortminister.